Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich mache heute einen super coolen Flummi selber. Dafür habe ich hier diese Hüpfknete. Die habt ihr vielleicht schon beim Spiel mit dem Kinderspielzeug gesehen. Ich habe die hier einmal in Gelb, in Orange, in Hellblau und in einem richtig schönen Lila-Ton. Und ich schnapp mir jetzt erstmal aus jeder Packung so ein bisschen Knete. Ich zeige euch das erstmal, wie das Ganze sogar so schon hüpft. Ah, da ist er aus dem Bild gesprungen und wieder hinein. Also die hüpfen wirklich richtig, richtig cool. Und ich werde einen richtig schönen großen Flummi daraus machen, der dann nachher richtig schön die ganze Hand ausfüllt. So, zwei Farben habe ich. Zwei Farben kommen noch. Und dann wird erstmal alles gut angeknetet. Und ich starte mit Orange. Das setze ich einmal hier auf Gelb drauf. Dann kommt Blau dazu und als letztes Lila. Und dann rolle ich das Ganze zu einem richtig schönen großen Ball zusammen. Und der springt jetzt wirklich richtig, richtig cool. Ihr seht ihn hier herumhoppeln. Und ich bin jetzt natürlich noch ein bisschen vorsichtig damit. Erstmal schön wieder fertig rollen. Es stand jetzt leider nicht dabei, ob man den aushärten lassen muss oder ob der jetzt schon so fertig ist und immer so ein bisschen weich bleibt. Ich werde das Ganze einfach mal ausprobieren und ihn mal einige Zeit in Ruhe liegen lassen. So ein bis zwei Tage. Und dann schaue ich mal, wie der Flummi sich dann anschließend verhält. Ich hoffe, euch hat der Flummi so schon mal gefallen und Spaß gemacht. Ich finde ihn auf jeden Fall super cool. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch spitze. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!